Sennelauper, es ist unmittelbar nach Spielschluss, es ist nochmal hoch zu und her gegangen in der Nachspielzeit. Man hat noch die Chance zum Ausgleich. Wie hast du die Schlussphase gesehen und wie ist die Gefühlslage jetzt so? Ja, natürlich enttäuscht, so kurz nach dem Match, wo man doch auf dem Platz und auch auf der Bank gemerkt hat, dass wir nicht schlecht im Spiel sind, dass wir zu unseren Aktionen gekommen sind, dass wir Chancen hatten. Und sehr effizient waren, glaube ich. Klar, es war am Schluss ein offenes Spiel gewesen. Generell in der zweiten Halbzeit, glaube ich, viele Chancen auf beiden Seiten sehr offen gewesen. Und darum sicher enttäuscht, dass wir nicht mehr holen konnten. Wenn wir den Match aufrollen, man muss sagen, es ist ein sehr guter Gegner, den man hatte. Es war nicht ganz ein einfacher Start im Match. Wie hast du es erlebt? Ja, wie du sagst, ich glaube, wir hatten den Zugriff nicht ganz gehabt. Wir mussten uns irgendwie schnell sortieren, wie spielen sie genau hinten raus. Und dann nach dem Offside-Goal haben wir es, glaube ich, sehr gut gemacht über weite Strecken. In der ersten Halbzeit haben wir viel Ballbesitz gehabt. Sie gut in ihre Hälfte gekommen, vorne leider zu ungenau, was wir auf dem Niveau einfach noch zu oft sind. Und darum können wir sicher daraus lernen. Und nachher in der zweiten Halbzeit hat es sich schnell überschlagen. Es hat innerhalb von sehr wenigen Minuten drei Goal gegeben. Man konnte reagieren auf den Rückstand, bekommt dann aber gleich wieder das 2-1, was schlussendlich Zeigers Goal ist. Eine sehr turbulente Phase. Das ist so, ja. Ich glaube, man sollte immer nach einem Gegengol sollte man 15 Minuten wirklich kompakt stehen und schauen, dass man nichts zulässt. Das ist uns leider in diesem Moment gar nicht gelungen, wo wir uns hinten reindrücken, wo wir keinen Zugriff hatten, wo sie aber schlussendlich sicher auch gut spielen, mit einem super Abschluss, glaube ich, beim 2-1. Und muss man vielleicht auch irgendwo zugestehen, dass sie einfach die Qualität haben. Aber gleich müssen wir sicher daran arbeiten, dass wir genau in solchen Phasen zusammenstehen und dagegen haben. Insgesamt finde ich, kann man sagen, hat man aber eben eigentlich gut dagegen gehabt. Man ist sehr nah dran, eben man war nah an diesem Punktgewinn, wo ja auch schon eine sehr gute Leistung wäre, wenn man sich vor Augen führt, gegen wen man heute gespielt hat und was der Gegner für Möglichkeiten hat. Ja, auf jeden Fall. Aber gleich schießt es an, einfach nach dem Match da zu stehen und jedes Mal zu sagen, es wäre mehr drin gelegen. Irgendwann musst du halt die Punkte einfach mal holen. Gegen Belgrad haben wir es gemacht und dann sieht man, dass es gerade Auswirkungen hat auf die Abbauen, generell auf die Mannschaft, glaube ich, die nochmal Ruck durchgegangen ist. Und es ist schwierig auf diesem Niveau. Klar, wir müssen lernen, dagegen zu haben, noch cleverer zu spielen, noch viel genauer zu sein in allen Belangen. Aber ihr sagt, man muss lernen davon. Kann man schon so ein Fazit ziehen jetzt zum Schluss von dieser Champions League-Kampagne, was man kann mitnehmen kann, was man kann lernen kann, wie man sich vielleicht weiterentwickelt hat innerhalb von dieser Kampagne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir können von jedem Gegner irgendetwas mitnehmen. Wir haben mit Belgrad einen Gegner gehabt, der vogelhoch war, den wir schlussendlich hinter uns gelassen haben, was sicher das Ziel war, wo wir sicher stolz darauf sein können. Wir haben uns generell qualifiziert für die Champions League, die, glaube ich, für einen Schweizer Verein sicher nicht selbstverständlich ist, vor allem wenn man durch die Qualifikation muss. Und dann haben wir mit Leipzig und City zwei Mannschaften gehabt, die europäische Spitze sind. Beide in ihren Ligen ganz oben dabei, City eigentlich mit die beste Mannschaft, die es gibt. Und da kann man sicher sehr viel mitnehmen. Und du hast auch schon gesagt, eben, man ist dritt geworden, es geht europäisch weiter, man kann überwintern. Das hat man noch nie geschafft, als man Champions League war. Also, man muss sagen, man hat das Ziel erreicht und da darf man stolz sein. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, darauf können wir sicher stolz sein, darauf können wir aufbauen. Wir freuen uns extrem, dass wir in der Europa League weitermachen können, direkt in der K.O.-Phase. Ich glaube, auch das als Schweizer Vertreter ist sicher nicht selbstverständlich. Wir haben es in den letzten zwei Kampagnen nicht geschafft und das haben wir es geschafft. Das kann man sicher positiv sehen. Zum Schluss noch ein Wort zu den IB-Fans. Heute ein voller Gästesektor hier in Leipzig. Ja, sie haben euch unterstützt und es hängt euch auch, wenn man nicht hätte gewinnen können, nicht den Punkt gewinnen. Nein, überragend. Was sie abliefern in allen drei Spielen, generell in der ganzen Gruppenphase und auch in der Meisterschaft. Wir haben alle drei Tage Spiel. In sechs Tagen haben wir drei Heimspiele gehabt. Sie sind so zahlreich dabei. Sie sind in jedem Spiel lautstark. Die Leute stehen im Stadion und das freut uns immer extrem. Also, wir wünschen gute Heimreise, gute Erholung. Merci sehr. Merci, danke. Sehr Janko. Am Schluss ist der 2-1 Niederlage hier auswärts in Leipzig. Wie ist jetzt die Gefühlslage unmittelbar nach Abpfiff? Ja, recht enttäuschend eigentlich, weil wir haben gut dagegen gehalten und jetzt am Schluss mit dieser riesen Chance, wo einfach ein Goal muss sein, auf internationaler Ebene, und dann so eine Chance vergeben, ja, es tut schon ein bisschen weh. Auch wenn es
quasi um nichts mehr gegangen ist. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und das ist schade, ja. Aber man hat gesehen, man ist ja eigentlich recht nah dran. Also, es fehlt schlussendlich nicht viel. Es fehlt nicht viel zu diesem Punkt gewinnen. Man hat seine Chancen gehabt. Also, wie bist du so overall zufrieden? Aber, logisch haben wir jetzt nichts in Hang, aber man ist nah dran gegen einen Gegner, der hochaus Favorit ist. Ja, wenn man es so sieht, ist es sicher ein gutes Gefühl. Ich kann sehen, dass wir mit denen mithalten können, aber schlussendlich haben wir doch nur 4 Punkte. Also nur 4 Punkte. Wir sind weiter in der Europa League, das ist super, aber wir müssen unsere Chancen machen und hinten vielleicht auch das ein oder andere Goal weniger bekommen. Aber ja, es ist unglücklich und es ist frustrierend. Es ist nicht viel, was gefehlt hat, aber wo oder was macht vielleicht am Schluss den Unterschied? Aber man hat eigentlich nicht so viel zugelassen, sie hat nicht wahnsinnig viele Chancen gehabt. Und gleich sind sie dann einfach halt eiskalt. Ja, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Sie sind eiskalt, die brauchen wenig Chancen. Wir haben sie eigentlich gut im Griff gehabt, wie schon im ersten Spiel, finde ich. Haben wir nicht viel zugelassen und wenn mal irgendetwas war, dann haben sie gut gemacht. Dann, wenn sie eine Chance hatten, dann haben sie Goal gemacht und sind sehr gefährlich geworden. Und wir sind auch gefährlich geworden, haben halt ein Goal zu wenig gemacht oder zwei. Jetzt ist der Abschluss der Champions League-Kampagne in dieser Saison. Es ist jetzt nach dem Match ist vielleicht schwierig, aber kannst du schon so ein bisschen ein Fazit ziehen? Man hat eigentlich das Ziel erreicht, man ist dritt geworden. Wie bist du zufrieden so ein bisschen insgesamt mit dieser Kampagne? Ja, ich glaube, wie wir gespielt haben, können wir zufrieden sein. Wir haben gute Spiele gemacht. Wir haben gegen City dagegen gehalten. Wir haben gegen Belgrad 2 gute Spiele gemacht. Wir haben gegen Leipzig 2 gute Spiele gemacht. Dann schlussendlich müssen wir einfach noch ein bisschen sauberer spielen, ein bisschen einfach die Chancen verwerten und eben hinten noch weniger Chancen zulassen. Weil du wirst einfach bestraft. Aber ich glaube, wir können zufrieden sein mit der Leistung. Vielleicht nicht mit den Punkten, aber es ist sicher noch Luft gegen oben. Jetzt gibt es noch ein Spiel in dieser Hinrunde. Es war eine lange, strenge Hinrunde. Ja, wie schafft man es jetzt nach dem letzten Höhepunkt international, das letzte Auswärtsspiel Champions League, nochmal alle Kräfte zusammenzunehmen für das letzte Ligaspiel von diesem Jahr? Also ich glaube, wir haben oft gezeigt, dass wir die Champions League so ernst nehmen wie die Liga. Vor allem in den letzten paar Wochen haben wir glaube noch mal einen Schritt gegen oben gemacht mit unseren Leistungen. Von dem her wird das für uns kein Problem sein, denke ich, mental umzuschalten, weil die Liga schlussendlich ist das, was uns da hinbringt. Da müssen wir Punkte holen und ich glaube, wir sind ready, obwohl ich jetzt nicht mittun kann am Wochenende. Aber das Team wird sicher sich darauf einstellen und ready sein. Also wir sagen Kopf hoch, wünschen gute Heimreise und einen guten Abschluss von dem Jahr. Merci, Janko. Merci dir, danke.